Guten Abend allerseits. Ich möchte hier gerne mal ein paar kostenlose PC-Spiele testen. Den Anfang macht das Spiel Enderal Forgotten Stories. Dies ist ein Add-on zu Skyrim. Wenn man Skyrim in der Steam-Bibliothek hat, kann man Enderal Forgotten Stories kostenlos spielen. Es ist im Endeffekt ein Standalone-Client. So, ich habe einfach meinen neuen Charakter angefangen und man sieht sofort, das ist das Setting von Skyrim. Allerdings ist die Grafik nochmal klar verbessert. Die Landschaft ist wesentlich schöner, finde ich, als im Original. Es ist allerdings nicht die gleiche Karte, es ist also eine komplett neue Map. Ich spiele also nicht in Skyrim selber, sondern in Enderal. Und außerdem ist die Story auch eine komplett andere. Ihr spielt also sozusagen eine andere Geschichte als im Originalspiel. Dann kurz was zur Charaktererstellung. Man kann zwischen vier verschiedenen Rassen wählen, die alle ihre kleinen Vorzüge haben im Spiel. Selbstverständlich kann man auch weibliche Charaktere spielen. Ansonsten hat man halt die üblichen Einstellungen, zum Beispiel Kopf, Gesicht, Augen, Augenbrauen, Mund, Haare und natürlich der Name. Kommen wir zum Charakterblatt. Hier sind die üblichen Werte wie Lebensenergie, Mana, Ausdauer, die Stufe, die Erfahrungspunkte und so weiter. Daneben gibt es im Unterschied zu Skyrim Lernpunkte und auch Handwerkspunkte, die mit jedem Level hinzukommen. Die Lernpunkte kann man in Kampffähigkeiten investieren, wie zum Beispiel Einhand, leichte Rüstung und so weiter. Die Handwerkspunkte werden dann in Handwerksfähigkeiten wie Alchemie, Verzauberung, Fingerfertigkeit, Schlösserknacken und so weiter investiert. Hier wird also nicht das gelevelt, was man tut, sondern hier kann man Punkte investieren. Allerdings braucht man noch zusätzlich Lehrbücher, die man gegen Geld bei Händlern kaufen kann. Ich kann das Spiel in der Ego-Perspektive spielen oder selbstverständlich auch rauszoomen und in Third-Person-Perspektive spielen. Das Kampfsystem funktioniert genauso wie bei Skyrim. Ich kann also Nahkampf machen, Fernkampf oder auch Magie. Alles ist möglich hier. In dem Spiel gibt es auch diverse Reittiere, die ich mir nach und nach anschaffen kann. Der Vorteil ist hier ganz klar, ich kann es mit einem Tastendruck rufen und es erscheint kurz danach hinter mir. Ich muss also mein Reittier nicht irgendwo suchen, sondern ich kann es mir einfach herbeirufen, ähnlich wie in Witcher 3. Neben den schon bekannten Handwerksfähigkeiten aus Skyrim sind noch jede Menge weitere Sachen hinzugekommen. So kann ich mir zum Beispiel selber einen Rucksack erstellen, wodurch ich meine Traglast erhöhen kann. Neben den schon erwähnten Kampf- und Handwerksfähigkeiten sind im Spiel nochmal 5 Skillbäume hinzugekommen, indem ich meinen Charakter ganz individuell skillen kann. Anders als bei Skyrim kann man hier nicht einfach zu bereits entdeckten Orten reisen, sondern gerade in der Stadt, in der Hauptstadt Ark, kann man hier mit diesen Wegweisern schnell reisen. Ansonsten sind über die gesamte Karte sogenannte Myriaden verteilt, mit denen man als Flugtier von Ort zu Ort problemlos schnell reisen kann. Noch ein kurzer Überblick über die Karte von Enderal. Man sieht sofort, es ist nicht Skyrim, es ist ein komplett anderer Kontinent. Und wie man auch wiederum sieht, ich habe bereits sehr viele Orte entdeckt, aber noch lange nicht alle. Da sieht man, wie groß das Ganze ist. So, ich möchte gar nicht mehr zu viel verraten von den Einzelheiten. Ich will euch noch ein bisschen was von der Stadt und von der Landschaft hier zeigen. Das hier zum Beispiel ist die Stadt Ark. Das ist sowas wie die Hauptstadt im Spiel. Die Entwickler haben sehr viel Mühe in verschiedene Landschaften gesteckt. Ich möchte hier einfach mal zeigen. Das hier ist zum Beispiel die Pulverwüste, wo es hier wirklich sehr düster und dunkel zugeht. Und wenn wir nur ein Stück weiter gehen und verlassen die Pulverwüste, kommen wir in eine Art subtropischen Dschungel. Man hört sofort und sieht auch die Veränderungen hier. Auch die Geräuschkulisse ist hier wirklich wie im Dschungel. Das ist echt klasse gemacht. Wenn ich hier weitergehe, komme ich zu einem Strand, wo hier auch diverse Händler wiederum zu finden sind. Als krasser Gegensatz dazu findet man hier natürlich auch eisige Landschaften im Schnee versunken.
Das ist echt klasse gelungen, ja, muss man ganz klar sagen. Zum Schluss habe ich nochmal alle Futures aufgelistet. Welches Spiel soll ich sonst noch testen? Schreibt es in die Kommentare.